Herzlich willkommen zu einem neuen Ausflug in die heimische Tierwelt. Heute machen wir uns auf die Suche nach einem der kleinsten und gleichzeitig lautesten Amphibien des Landes, von dem die meisten von euch bestimmt schon mal was gehört haben. Der Frosch, den wir suchen, ist maximal 5 cm groß und grasgrün. Und damit geht es heute um den Laubfrosch. Wenn ihr wie jetzt im späten Frühjahr nach Sonnenuntergang noch draußen seid, könnt ihr den Laubfrosch schon aus großer Distanz an seinem Ruf erkennen. Die Männchen liegen zu dieser Zeit in ihrem Laichgewässer und werben um die Weibchen. Immer wieder setzt der Chor der Frösche wie auf ein unhörbares Kommando ein. Dieses Tier presst die eingeatmete Luft ruckartig in seine Kehlblase. Auf diese Weise entsteht der einzigartige Ruf, der sich in etwa wie ein Ra, Ra, Ra anhört. Auf der Suche nach Laubfröschen ist es wichtig, sich ruhig zu verhalten und nicht zu viel zu bewegen. Die Tiere sind scheu und flüchten bei der kleinsten Störung. Sobald man aber einen Laubfrosch zu Gesicht bekommt, ist es nicht schwer, ihn von anderen heimischen Amphibien zu unterscheiden. Seine kleine runde Form in Kombination mit der grasgrünen Farbe und dem braunen Streifen an der Seite machen eine Verwechslung nahezu unmöglich. Zwar kann die Farbe der Oberseite auch mal leicht ins Bräunliche oder Gelbe gehen, aber das braune Seitenband von Nasenloch bis zum Hinterbeinansatz ist ein prägnantes Merkmal. Im Gegensatz zu anderen nicht heimischen Laubfroscharten hat der europäische Laubfrosch vor dem Hinterbeinansatz die sogenannte Hüftschlinge, einen nach oben gebogenen Teil der braunen Seitenfärbung. Die Füße des Laubfroschs sind fürs Klettern optimiert. Mit den verbreiterten Zehen, die runde Haftscheiben besitzen, kann sich der Frosch an allen möglichen Oberflächen festhalten. Sogar an Glasscheiben und Blättern, wie man hier sieht. Ich habe die Laubfrösche auf diesem ehemaligen Kiesgrubengelände entdeckt, das mittlerweile für Spaziergänger freigegeben wurde. Hier findet der Laubfrosch noch reichlich geeignete Laichgewässer und die Population kann sich problemlos erhalten. Insgesamt ist es aber leider so, dass dem Laubfrosch, ähnlich wie den meisten Amphibienarten, der Lebensraum verloren geht. Gerade im Nordwesten von Deutschland ist der Laubfrosch stark zurückgegangen. Umso wichtiger ist es, dass seine Bestände durch gezielte Schutzmaßnahmen und extensive Landwirtschaft unterstützt werden. Denn eigentlich besiedelt der Laubfrosch eine Vielzahl von Lebensräumen und könnte gut mit dem Menschen koexistieren, solange die Natur ihren Platz in der Kulturlandschaft findet. Im Sommer, wenn die Paarungszeit vorüber ist, verlassen die Tiere ihre Laichgewässer, um zu ihrem Sommerlebensraum zurückzukehren. Sie klettern in Büsche und Bäume und sind im Laub der Pflanzen optimal getarnt. Selbst in Bäumen mit über 20 Metern Höhe hat man schon Laubfrösche gefunden. Wenn ihr euch dafür interessiert, ob es bei euch vielleicht Laubfrösche geben könnte, dann pausiert am besten jetzt kurz das Video und schaut auf der Karte nach. Denkt aber bitte daran, dass alle Amphibien streng geschützt sind. Seid also sehr rücksichtsvoll, wenn ihr unterwegs seid. Während wir jetzt diesen Störchen dabei zusehen, wie sie hoffentlich keine Laubfrösche fressen, neigt sich das Video dem Ende zu. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und ihr vielleicht sogar etwas dazulernen konntet. Sicherlich haben einige von euch gemerkt, dass jetzt schon eine ganze Zeit kein neues Video mehr auf diesem Kanal erschienen ist. Das hat einfach den Grund, dass das Ganze sehr, sehr viel Arbeit und Zeitaufwand bedeutet und da fehlt mir manchmal einfach die Kapazität zu. Deswegen ist es mir ganz wichtig, dass ihr mir sagt, ob ihr in Zukunft weitere solche Videos sehen wollt. Dann kann ich nämlich entscheiden, wie viel Arbeit und Aufwand ich in diesen Kanal stecken möchte. Teilt deswegen auch gerne das Video mit anderen Leuten, dann hat sich der Aufwand auf jeden Fall schon ein ganzes Stück mehr gelohnt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.